Hallo Leute, willkommen bei der 100 Baby Super Sim Challenge Universität. Dies ist Teil 44. Und heute ziehen wir mit Jenny und ihrer Familie in die Sommerfrische, in ein kleines Haus. Die Void-Kreaturen, beide sind gleichmächtig. Okay, jetzt müssen wir noch ein klein wenig einräumen. Oh, und vor allem, Jenny, bleib mal hier. Wir müssen den Butler entlassen, weil in dem Tiny House, also es ist groß, die Grobkategorie ist Tiny House, aber von den Tiny Häusern ist es ein Small House, denn es hat genau 100 Kacheln. So. Ja, und da haben wir keinen Platz für den Butler. Mal gucken, ob das hier bei... Nee, wahrscheinlich muss man eher den Butler hier ansprechen. Mal gucken. Butler. Management. Feuern. Das ist aber unfreundlich. Dann loben wir ihn erstmal. Sagen hier, hast du deine Arbeit gut gemacht, aber wir ziehen jetzt in ein kleines Haus und haben dort keinen Platz für einen Butler. Happy Joy! Imojib! Ja, freut er sich noch? Ja. Er verspricht weiter hart zu arbeiten. Hast du ihn jetzt gefeuert? Jose! Er ist noch da. Mal gucken. Sie hat ihn nicht gefeuert. Jenny, es tut mir ja leid. Ich weiß, du verstehst dich eigentlich gut mit deinem Butler. Na, du musst doch nicht so schimpfen. Erklär ihm das ganz freundlich. Tschüss. Sobald wir wieder ein größeres Haus haben, heuern wir dich wieder an. So, und dieses Ding hier kann man, glaube ich, nur selber reparieren. Das ist der Nachteil, die Dinger gehen schnell kaputt. Wir stecken jetzt hier noch die Babybetten ein, denn in dem kleinen Haus gibt es keine Wiegen. Ah, und ihr hattet mich gefragt, wo ich denn diese Wiegen her habe, von welcher Seite. Das ist die Wiege aus dem Hexenpack. Und ich habe das von keiner Seite. Ich benutze normalerweise nie CC, also Custom Content. So, hängen da welche dran. Das muss ich erstmal überprüfen. So. Ja. Dann kann ich die jetzt ins Inventar stecken. Okay, und dann kriege ich hier Geldfrüchte raus und dann pflanze ich den zurück. Das machen wir bei dem oberen auch. Damit wir dann in dem Tiny House auch eine gute Geldquelle haben. So. Und dann kann man da nämlich zwei Geldbäume pflanzen. Und das reicht dann lässig, um die Familie zu ernähren. Und Jenny malt ja auch immer noch gerne. So, müssen wir sonst was mitnehmen? Ich glaube nicht. Jenny, wir können jetzt umziehen. Also, gucken wir mal. Ich glaube, das geht hier mit Reisen, Haushalt umziehen lassen. Ja, und wenn wir da genug gelebt haben in diesem Tiny House, vielleicht auch am Ende des Sommers oder so, also hier im Spiel der Sommer, ziehen wir dann wieder zurück in dieses Haus oder in ein anderes neues Haus. Das müssen wir noch sehen. So, aber ich beabsichtige nicht, die Jenny und ihre 100 Babys auf Dauer in diesem neuen Haus zu lassen. Das andere Haus in Brightchester hat mir eigentlich gut gefallen. Da wohnt es sich ganz gut. Und dieses Haus hier wird bestimmt etwas mühsamer zum Wohnen. Ist alles etwas enger und
Ja, nicht viel Platz. Logisch, es ist ein Small House. Okay, jetzt müssen wir hier noch die wichtigen Grundstücksmerkmale festlegen. Nämlich, dass wir immer viele Babys kriegen. Jawohl. Und dass die Kinder hier gut lernen. Da nehmen wir nicht gute Schulen, denn die Schulnoten sind inzwischen nicht mehr so wichtig, aber Kinderparadies. So, und was nehmen wir sonst noch? Schnelles Internet? Nö, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Programmierspiel und Schreibfähigkeit? Nee, das ist nicht nötig. Vielleicht zum Studieren. Wissenschaftliches Gebiet. Nö, das ist Logik oder Raumfahrttechnik. Nee, das ist jetzt nicht so wichtig. Also irgendwas, was das Studieren fördert. Da gab es, glaube ich, sowas. Denn Jenny muss ja immer noch fertig studieren. Das macht sie jetzt von hier aus. Heimisch, Hundetreffpunkt, Inselgeister, Lernort, da ist es ja. Wunderbar. Gut, dann können wir viele Kinder kriegen, die schnell lernen. Und hier ist schon wieder Abend. Na, das ist ja blöd. Dann sehen wir das ja kaum im Licht. Ich stopp mal kurz. So. Komm mal kurz hier wieder raus, damit wir wenigstens noch ein Sonnenuntergangs vor dem neuen Hausbild machen können. So. Okay, dreh dich mal kurz um. Komm raus. Wunderbar. Jetzt machen wir ein schönes Erinnerungsbild. So, bisschen finster zwar. Okay. Gut, ich würde sagen, ihr dürft jetzt einfach mal alle machen, was ihr wollt, und wir gucken uns das mal soweit an. Wir haben hier im Obergeschoss ein Kinderschlafzimmer mit 4 Betten. Und hier schläft auch Jenny, wenn sie denn mal schlafen muss. Jenny muss ja gar nicht schlafen. Aber ich dachte mir, es ist auch für andere 100 Baby-Challenges geeignet. Aber die Mutter muss im Kinderzimmer schlafen. Und das Baby machen können sie in der Dusche. Jetzt teilen wir hier mal die Betten zu. Timo und Lars haben wir momentan. Bett zuweisen. Timo. Und Lars. Und hier haben wir ja das übliche Klo und Dusche getrennt. Ist mir ja ganz wichtig. Ärgerlicherweise, so klappen sich die Türen zu. Dann ist ja auf, runter. Okay, ihr wisst schon, wie ich meine, dass man dann auch hier sagen kann: Geh mal aufs Klo. Das Waschbecken ist draußen, dadurch und überhaupt. Ist das hier kein geschlossener Raum, sondern eine überdachte Terrasse, die nicht als Kachel zählt? So habe ich Kacheln gespart. Auch hier dieser Bereich zählt nicht als Kacheln. Und hier unten ist es auch relativ bescheiden für eine 100-Baby-Familie. Jenny, du könntest hier mal lernen. So. Universitätskursarbeit lernen. Obwohl sie sollte erstmal Hausaufgaben machen. Ja. Mach erst die Hausaufgaben und dann lernst du. Also, hier habe ich so das Übliche, was Sims so brauchen, ein Kinderzimmer für Kleinkinder. Das mache ich ja immer gerne im Erdgeschoss, damit die nicht immer rauf und runter gehen müssen. Und jetzt werde ich die Kleinkinderbetten werde ich wegstellen und stattdessen Wiegen hinstellen, weil ein extra Babyzimmer passt hier nicht rein.
Aber das ist ja eigentlich kein Problem, das einfach auszutauschen nach Bedarf. So. Und ich habe ja sowieso vor, dass wir nur noch maximal zwei Kleinkinder auf einen Schlag haben, damit es nicht so kleinkinderlastig und anstrengend ist. Und bis zu sechs Kleinkinder hatte ich ja schon in der alten 100 Baby Challenge. Das muss man jetzt nicht unbedingt auch noch haben. So. Ja, später kann die Jenny dann mal hier die Geldbäume pflanzen. Hey, Jenny, du sollst deine Hausaufgaben machen. Die Schlingeline. Wo bist du? Wo hast du dein Hausaufgabenbuch hingelegt? Da. Da könnte man hier eigentlich noch eine Lampe hinpacken. So. Hier haben wir einen Sandkasten. Der ist billig. Also ich habe auch versucht, es möglichst billig zu machen. Aber mit dem Starterhaus bin ich nicht ausgekommen. Also es kostet irgendwie 33.000 oder so. Aber hier ist ein Sandkasten für Kleinkinder. Das sollte ich hier nochmal etwas besser machen beim Upload auf dieses Grundstück oder beim Platzieren auf diesem Grundstück. Hat sich das wohl ein bisschen verschoben. Für die größeren Kinder hier das Klettergerüst und einen Teich haben wir hier auch. Und überhaupt, wir sind hier im schönen Brindleton Bay. Da hinten in der Nähe vom Hafen. Schwanzspitze heißt dieses Grundstück. Und hier unten ist theoretisch so ein Steg mit Booten und so. Aber da können sie gar nicht hin. Trotzdem fand ich das ein schönes Grundstück, wo man das Sommerhalbjahr verbringen kann. Und hier alles sehr bescheiden. Das ist jetzt das Gegenteil von Jennys Schloss sozusagen. Einfachste Möbel. Und hier ein ganz normal großer Esstisch. Nichts Spezielles für Kleinkinder. Ich dachte mir, das Haus ist so klein. Dann setzen sich die Kleinkinder halt hier hin zum Essen. Alles ganz easy. Ich wollte es auch mal, ja, irgendwie einfacher machen, das 100 Babyleben. Wir haben ja sonst immer so teure, schicke Häuser gehabt. Das wurde dann immer größer, immer pompöser, immer mehr Features, mehr Möglichkeiten. Und jetzt das Haus wurde ja auch schon immer größer. Und ich finde es ganz cool, das mal hier in klein-klein zu probieren. Auch die Frage, reichen uns insgesamt zwei Toiletten für die ganze 100 Babyfamilie? Und der Vorteil ist ja, dass ich hier dusche, die Duschen getrennt habe von den Toiletten. Dadurch könnte das schon reichen. Wenn ich das in einem Raum hätte, dann hätten wir Schwierigkeiten. So, Jenny, hast du denn die Hausaufgaben schon gemacht? Tatsache. Okay, dann kannst du jetzt lernen. Universität. Universitätskursarbeit lernen. So, damit das nächste Mal weniger Ärger kriegst. Wir haben sogar einen Fernseher. Sonst haben meine 100 Babyfamilien ja nie Fernsehen. Aber ich dachte, ich probier's mal. Wenn sie zu viel Fernseh gucken, dann wird er rausgeschmissen und durch ein Bücherregal ersetzt. Ja, hier gibt es auch einige Möbel von dem Tiny Houses Pack. Auch die Betten da oben. Und hier ist dann auch nochmal ein Outdoor-Lernplatz. Da können wir dann bei Bedarf auch noch einen Computer hinstellen. Und natürlich die obligatorischen Staffeleien. Und draußen mit Grillplatz. Ja, und die Farbe habe ich absichtlich mal so in Gelb- und Orangetönen gemacht. Schreite ein und verteidige deinen Freund. Damit ich mal andere Farben habe. Sonst habe ich ja häufig Blautöne. Ich liebe es, mit Blautönen zu bauen.
Aber ich wollte einfach auch mal was anderes machen. Und so sonnig dachte ich mir, passt gut zum Sommerhaus. Gut, wie sieht's eigentlich bei euch aus, Kinderchen? Ja, die scheinen noch relativ am Anfang von ihrer Schulkindzeit zu sein. Naja. Die Kreativität steigt. Auch bei Lars, das ist gut. Ja, machen sie ganz von selber, dann brauche ich da ja auch nicht einschreiten. Jetzt gucken wir mal. Ja. Bisschen müde, aber nicht sehr. Oh, Jenny, eins könntest du noch mal machen. Guck ich mal nach den Betten, was die eigentlich für Energiewerte haben. So. Das sind... Hier, Energie 4. Okay, ja, so hatte ich das auch in Erinnerung. Und Jenny, du könntest die upgraden, verbessern. Ah, Jenny, fehlen einige erforderliche Teile. Kannst du die nicht direkt verbessern? Aber anscheinend braucht man da auch Teile. Weil Jenny hat da so ein Bestreben eigentlich. Sofortige Verbesserung. Oh, und das gibt's bei den Betten nicht? Das ist aber schade. Nun gut, dann kaufen wir hier mal solche Teile. Feuerwerk kaufen. Tuning-Teile. Ich glaube, das waren 4 pro Bett. Dann lasse ich sie mal 20 kaufen. So, jetzt gucken wir mal. Verbessern. Massagefunktion. Ja. Ja, hier gibt es nicht die sofortige Verbesserung. Das ist natürlich bitter. Sehr bitter. Massagefunktion. Okay, dann lernst du später weiter. Und hier kannst du dann auch noch die Geldfrüchte pflanzen. So, gucken wir mal. Also mit der Massagefunktion soll die Energieleistungsfähigkeit von so einem Bett verdoppelt werden. Also das gilt für die mit wenig Energie. Das ist ja so eins mit wenig Energie. 4 ist wenig. Bei denen, die sowieso schon eine höhere Energie haben, sinkt es, die Verbesserung, also bis zu 20%. Wie das sich jetzt verhält, genau das... Oh, und er legt sich jetzt trotzdem ins Bett. Naja, ist in Ordnung. Ist ja auch mitten in der Nacht. Ihr solltet auch dringend schlafen. Also das mit den, dass es sich verdoppelt und dann später bei höheren nur 20% und so, das haben die in dem Livestream gesagt. Jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Jetzt gucken wir mal hier, der Lars, wie sich da die Energie verhält. Okay, die geht ab und zu mal mit 2 nach oben. Und wie lange braucht die Jenny noch? Ja, das kann sich noch ziehen. Dann mache ich es mal ein bisschen schneller. Na, irgendwann will Jenny auch mal ein kleines Nickerchen halten. Ah, bei ihm kann sie es jetzt nicht machen. Das ist natürlich blöd. Dann schicke ich ihn jetzt hier in dieses Bett, bis die Jenny das
gerichtet hat. Und jetzt pflanzt es aber erstmal. Ja, mach das mal schön. Das dauert dann sowieso 5 Tage, bis die aufgegangen sind. Aber das macht nichts. Ich meine, sie hat hier 500.000. Das ist deshalb so viel, weil wir ja das andere Haus verkauft haben. So. Na. Oh, hat sich schon von selbst gegossen. Okay, jetzt gehe ich mal hier hin und verbessere das Bett. Mit Massagefunktion. Und wenn man die Matratzenhärte noch verbessert, dann, was kriegt es dann noch? Dann kriegt man ein gutes Moodlet nach dem Aufwachen. Das geht jetzt übrigens auch bei allen anderen Betten, dieses Verbessern, und ist Teil vom kostenlosen Update gewesen. Also dafür braucht man nicht dieses Tiny Houses Pack. Und ich denke mal, das mache ich hier mit allen Betten. So. Gut. Du kannst einfach gleich mal hier weitermachen. Wie viel braucht man denn hier? Auch nochmal 4 Tuning-Teile. Das machen wir, glaube ich, dann später. Und du, Lars, tut mir leid, dass ich dich hier immer von Bett zu Bett schicke. Schläfst den Rest der Nacht dort. Und beim Timo gucken wir mal, wie stark der sich erholt. Ja, das wird man trotzdem noch sehen. Ja, der erholt sich jetzt mit 3 Pfeilen. Das dürfte also schon besser sein. Tja. Das ist schon schade, dass Jenny hier jetzt so lange schrauben muss. Bei anderen Verbesserungen, das kann sie sofort machen. Ja, brauchst du, glaube ich, nicht mal die Teile für. Aber das haben die wohl vergessen. Also sie haben vergessen, bei den neuen Funktionen einzuprogrammieren, dass wenn man dieses Bestreben erfüllt hat, oder war es Level 10, auf jeden Fall, sie hat da irgendwas geschafft. Gucken wir mal. Das müsste ja hier... Ah ja, wunderbar. Mach dann gleich mal hier das andere auch noch. Dann bist du für heute Nacht fertig. Und wir gucken mal hier. Poetisch, kreative Vision, geschickt. Ah ja. Geschickt. Wegen Abschluss des Bestrebens Nerdhirn. Geschickte Sims können im Handumdrehen Objekte reparieren und verbessern. Belohnungsmerkmal. Genau das ist es. Ja, und ich glaube, das war das mit der Rakete und der Raumfahrt und so. Okay. Ich denke, das war's dann mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.